2021 gelang es uns, ein Verbot für viele Einwegplastikprodukte zu erwirken und damit die Lebensqualität für Fluss- und Meerestiere nachhaltig zu verbessern. Dank Andrea, die sich gemeinsam mit uns für die Umwelt einsetzt. 2018 konnte Greenpeace einige der giftigsten Pestizide von Europas Feldern verbannen, um das Bienensterben einzudämmen und die natürliche Bestäubung weiter zu gewährleisten. Dank Daniel, der uns mit vollem Einsatz unterstützt. 1993 erreichten wir, dass Atommüll nicht länger im Wasser versenkt werden darf, damit Flora und Fauna der Weltmeere weiterhin gedeihen können. Dank Thomas, der Greenpeace seit Jahrzehnten fördert. 1991 gelang es Greenpeace, die Antarktis vor kommerziellem Raubbau zu bewahren und sie zu einem Schutzgebiet zu erklären. Dank Lisa und ihrer Familie, die sich schon damals unserer Bewegung angeschlossen hatten. Gemeinsam wird es uns auch gelingen, Tiger, Wale und Eisbären zu retten. Dank Menschen wie Thomas, Andrea, Daniel und Lisa. Dank Menschen wie Ihnen.